kommen wir zum letzten Talk. Leider aber Gottes ist in den letzten Jahren so auf unserer IT-Seite, zumindest der Administratorenseite, die Told-You-So-Rate gewaltig gestiegen. Also ich meine, alles, was man falsch machen konnte, hat man falsch gemacht, hat man mehrfach falsch gemacht und man macht weiter so. Da kann man sich schon fragen, ist Deutschland strategieunfähig? Ob das so ist, wird uns Sven Herping erzählen. Er ist Leiter für internationale Sicherheitspolitik in der Stiftung für neue Verantwortung, war IT-Sicherheit im Auswärtigen Amt und hat Politik im BSI gemacht. Einen herzlichen Applaus bitte für Sven Herping. Super, danke schön. Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite aus. Vielen Dank an die Organisatorin, dass ich den Rausschmeißer-Slot bekommen habe. Ich verspreche, es wird nicht ganz so langweilig und ansonsten könnt ihr nachher gerne an die Bar und Bier trinken gehen. Zwei Fragen will ich vorwegnehmen, die mir oft gestellt werden. Die erste Frage ist, was ist diese komische Stiftung Neue Verantwortung eigentlich? Wir sind ein gemeinnütziger Verein, arbeiten so ein wenig wie ein amerikanischer Think Tank, wenn man so will. Und wir arbeiten an allen Themen, die an der Schnittstelle zwischen Politik, Gesellschaft und Technik sind. Wir haben Projekte zur Desinformation, zur Nachrichtendienstkontrolle, zum öffentlichen Diskurs, aber eben auch zur Cybersicherheit. Ein wesentlicher Unterschied, den wir zu den amerikanischen Thinktanks haben, ist unsere Finanzierung. Die ist nämlich hauptsächlich aus der Philanthropie. Und der Cybersicherheitsbereich, den ich seit 2017 aufbaue mit meinen Kolleginnen, wird finanziert von der William Flora Hewlett Foundation, der Robert-Bosch-Stiftung und der Europäischen Kommission. Die zweite Frage ist immer, warum redet ihr eigentlich in der Politik immer über Cyber? Warum könnt ihr nicht mal bei IT-Sicherheit bleiben oder Informationssicherheit? Das haben wir jahrzehntelang gemacht und das hat doch auch funktioniert. Ist auch richtig so, aber erstmal versteht es die Politik einfacher und zum anderen haben wir die IT-Sicherheit nicht weggepackt, sondern ich habe viele Kosten und Mühen gescheut, um mir dieses tolle Diagramm für euch zu erstellen. Und zwar seht ihr in der Mitte ist IT-Sicherheit, die CIA-Triad, die ist mehr oder weniger immer noch aktuell. Man kann sie, es gibt noch andere Abstufungen, aber eigentlich im Endeffekt Confidentiality, Integrity and Availability of Data. Das ist der Kern, der technische Kern IT-Sicherheit. Und drumherum kommen ganz viele neue Sachen, wie sozioökonomische Aspekte, kulturelle Aspekte, Regularien, rechtliche Aspekte, internationales oder eben auch strategische Aspekte. Man kann leider die IT-Sicherheit nicht mehr alleine denken, weil wenn es so wäre, dann hätten wir wahrscheinlich auch einen höheren Standard an Sicherheit in Deutschland, wenn nicht diese ganzen komischen anderen Aspekte dann noch mit reinkommen würden. Aber das heißt, wir müssen uns damit beschäftigen. Ich habe euch dann auch mal aufgezeichnet, wie sich die Cybersicherheitspolitik in Deutschland von 1991, von seinen Anfängen bis heute entwickelt hat. Die sieht auf einem Zeitstrahl dann so aus. 1991, Gott sprach, es war das BSI, haben wir das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik gegründet worden. Dann haben wir die Eckpunkte der deutschen Kryptopolitik, ein erster Ansatz, auf politischer Ebene mal was einzustielen. Dann kam ein nationaler Plan zum Schutz der Informationsinfrastrukturen, der später zum Umsetzungsplan UPKritis wurde. Und ich erspare euch jetzt, durch jeden einzelnen dieser Bullet Points durchzugehen. Was man sieht, ist, dass lange nichts geschehen ist und es trotzdem ja ganz gut lief. Und irgendwann die Politik ins Spiel kam. Die Politik kam ins Spiel unter anderem, weil Stuxnet oder die Auswirkungen von Stuxnet öffentlich wurden und die Politik gefragt hat, ja, kann das auch bei uns passieren? Was machen wir denn? Haben wir da schon irgendwas? Also wurde die Cybersicherheitsstrategie 2011 geschrieben. Ihr seht, die Nähe zwischen Stuxnet wird langsam öffentlich und Veröffentlichung der Strategie kann darauf hindeuten, dass man sich vielleicht nicht umfassend Zeit genommen hat, um diese Strategie zu schreiben. Danach kam dann 2013 die Snowden-Veröffentlichung. Die Snowden-Veröffentlichung haben zu vielen anderen Sachen geführt, unter anderem dazu, dass der BND gesagt hat, wir wollen das jetzt auch alles können, was da rausgekommen ist. Deswegen hätten wir gerne auch eine Änderung des BND-Gesetzes. Und dann natürlich 2015 der Bundestags-Hack, der uns nochmal vor Augen geführt hat, dass auch in Deutschland erfolgreiche Angriffe auf Politik und Verwaltung stattfinden können. Und danach haben wir eine Menge an Institutionen gegründet gesehen. Wir haben Überarbeitung verschiedener Gesetze gesehen. Wir haben aber vor allem auch gesehen, dass die deutsche Cybersicherheitspolitik militärischer wird. Das kann man jetzt erstmal so im Raum neutral stehen lassen. Die Gründung des Kommandos Cyber- und Informationsraum. Wir sprechen von dem digitalen Verteidigungsfall ab und zu auch mal. Die Cyberagentur zwischen Innenministerium und Verteidigungsministerium wurde gegründet. Alles, was vorher hauptsächlich in der zivilen Domäne war und die Bundeswehr hat eben seinen Eigenschutz betrieben, den Schutz der eigenen Systeme, sehen wir langsam, dass auch dieser Diskurs mehr in den militärischen Diskurs abdriftet.
So, aber viel interessanter als was war, ist eigentlich, was wird. Und für die nächsten 5 Monate wird es noch ganz spannend werden. Nächsten 5 Monate erstmal warum. Wenn eine neue Bundesregierung gegründet wird, dann fangen sie erstmal an mit dem, was am wichtigsten ist für sie, nämlich neue gesetzliche Grundlagen zu schaffen. Das Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat hat bisher noch nicht so viele erfolgreiche rechtliche Grundlagen in der jetzigen Legislaturperiode geschaffen. Die Entwürfe, die wir gesehen haben, waren auch extrem schlecht. Das ist ganz gut, dass die nicht durchgegangen sind bisher. Bedeutet aber, im Innenministerium herrscht jetzt ein gewisser Druck, eben diese gesetzlichen Grundlagen so langsam auch mal durchs Parlament zu bekommen. Problem ist, ab dem 1. Juli diesen Jahres übernimmt Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft für 6 Monate. Was bedeutet, in diesen 6 Monaten werden wir es nicht sehen, dass das Innenministerium oder irgendwelche anderen Ministerien viel Zeit haben, um ihre Kernvorhaben voranzutreiben, sondern im Idealfall sind die Kernvorhaben abgeschlossen, bevor wir die EU-Ratspräsidentschaft übernehmen. Und nach der EU-Ratspräsidentschaft können wir dann so unwichtige Sachen machen, wie uns über eine neue Cybersicherheitsstrategie Gedanken machen. So jedenfalls die Denke, die dort auch vorherrscht. Was muss also bis zum 30. Juni diesen Jahres oder ideell bis zum, ich glaube, 12. Juni oder so, also bevor die Sommerpause ist im Parlament, geschehen. Harmonisierung des Verfassungsschutzgesetzes. Hier werden wir sehen vor allem Quellen-TKÜ und Online-Durchsuchungen beim Verfassungsschutz und eventuell auch beim Bundesnachrichtendienst. IT-Sicherheitsgesetz 2.0, was in der letzten Version, die geleakt worden ist, so umfassend war, dass es schwer ist, das jetzt zusammenzufassen, aber unter anderem auch Elemente der aktiven Cyberabwehr oder der Hackbacks mit drin hatte. Änderungen am TKG sind vorgesehen, unter anderem über die Debatte Hintertüren, Fronttüren, was auch immer für Türen, in Krypto-Messengern oder vergiftete, infizierte Software-Updates für Messenger wie WhatsApp. Das werden wir eventuell dort sehen, wobei das wahrscheinlich eher in dem Ressort des BMJV, des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz, liegt und nicht beim BMI. Die aktive Cyberabwehr und der Hackback, über die wir heute und gestern schon extrem viel gesprochen haben, ist ja nicht nur irgendwie eine Sache, sondern es sind verschiedenste technische Maßnahmen mit verschiedenen Invasivitätsstufen. Und deswegen werden wir sie in verschiedenen Gesetzen wiedersehen. Aber es wird wahrscheinlich auch, wenn es dazu kommt, ein Gesetz geben, wo die sehr invasiven Maßnahmen drinstehen, das Zurückcybern, weil es nach aktueller Einschätzung dafür einer Grundrechtsänderung braucht und man es deswegen sich entschieden hat, es auszukoppeln in ein eigenständiges Gesetzespaket, weil man die 2/3 Mehrheit im Parlament für diese Grundgesetzänderung, die dafür notwendig ist, sehr wahrscheinlich nicht bekommen wird. Das Bundespolizeigesetz hatte ich erst noch nicht auf den Slides, aber nachdem ich gesehen habe, in dem Entwurf, der auf Netzpolitik oder die Teile des Entwurfs, die auf Netzpolitik geleakt worden sind vor ein paar Wochen, dass man überlegt hat, naja, man könnte ja diese Grundgesetzänderung umgehen, wenn man behauptet, eigentlich darf die Bundespolizei ja schon aktive Cyberabwehr machen, nämlich weil sie ja der ETA-Grenzschutz sind. Und der ETA-Grenzschutz ist sowas wie Grenzen im Cyberraum. Und da die Bundespolizei ja Grenzen beschützt und Flughäfen und Bahnhöfe, darf die Bundespolizei eigentlich schon Hackbacks machen. Nämlich wenn die deutschen Grenzen, also die ETA-Grenzen angegriffen werden. Das ist ungefähr genauso sinnvoll wie die Weltraumtheorie des Bundesnachrichtendienstes damals, die gesagt haben, das findet ja gar nicht in Deutschland statt, weil das geht ja über Satelliten und das ist ja im Weltraum und da gilt kein Recht, deswegen können wir euch alle abhören. Also, aber wir haben ja gehört aus dem Innenministerium jetzt, dieser Gesetzesentwurf, der war nie so vorgesehen und Netzpolitik hat den auch irgendwie, keine Ahnung, die haben den selber geschrieben wahrscheinlich oder so. Aber auf jeden Fall, das steht alles gar nicht im aktuellen Entwurf drin. Trotzdem, was da auch drinstehen wird, ist Quellen-TKÜ, Online-Durchsuchung und so weiter. Also auch da müssen wir aufpassen, was da der nächste Entwurf kommt. Und dann natürlich das, die Reform des Cyberabwehrzentrums. Cyberabwehrzentrum plus, wie auch immer. Cyberabwehrzentrum ist seit vielen Jahren dysfunktional. Das wissen auch alle Beteiligten. Es soll reformiert werden, es soll seit langem reformiert werden, aber es ist ein wenig reformunfähig und deswegen will man es trotzdem immer noch reformieren, logischerweise. Es hat keine klare rechtliche Grundlage. Und spätestens nach dem Doxing-Fall, dem Politiker-Doxing-Fall Ende letzten Jahres oder Ende vorletzten Jahres, Anfang letzten Jahres, hat man wieder darüber gesprochen, wir werden das jetzt reformieren. Genauso wie im Januar der Innenminister sich hingestellt hat, gesagt hat, vor der Sommerpause werden wir ein IT-Sicherheitsgesetz 2.0 haben. Das war vor der Sommerpause 2019 wohlgemerkt. Also das alles sehen wir noch auf uns zukommen. Und wenn es schlecht läuft in den nächsten 4,5 Monaten, von daher, es gibt viel zu tun für uns, um uns auch dagegen aufzustellen. Aber das so zur Entwicklung der deutschen Cybersicherheitspolitik seit 1991. Bitte schön. So besser? Wunderbar. So, ich weiß nicht, kam die Slide schon mal heute oder gestern? Cool. Also. So, das ist
wie ich es liebevoll nenne, die staatliche Cybersicherheitsarchitektur oder wie Honkhauser sie liebevoll nennt, die Cybermap. Und zwar haben wir angefangen, vor anderthalb Jahren mal alle deutschen Institutionen, die irgendwas mit Cybersicherheit machen, in kleine Kästen einzubauen und dann Striche zu ziehen, wenn sie irgendwo kooperieren, wenn sie voneinander Geld beziehen oder wie auch immer miteinander verbunden sind. Dazu gehört eine mittlerweile 64-seitige Veröffentlichung, die alle diese Striche und alle diese Kästchen beschreibt und was die in der deutschen Cybersicherheit machen. Also wenn euch mal extrem langweilig ist und ihr nicht schlafen könnt, kann ich euch das nur ums Herz legen. Das ist die neueste Version, die hat noch Bestand, also die ist schon natürlich schon wieder outdated, weil wir so viele neue Akteure bekommen immer. Die neueste Version wird am 30. März veröffentlicht werden. Ihr seht hier unten so im grauen Bereich, das sind die ganzen, alles was auf Länderebene geschieht. Dann geht es hier hoch zum BSI, dann alles was so ein bisschen regenbogenlich ist, ist die Bundesebene und alles was dann so blau, blau-grün, Zyan ist, das läuft auf europäischer Ebene. Also wir haben mit dem letzten Update sowohl die Länderebene eingebaut als auch die europäische Ebene. Im nächsten Update ziehen wir das noch ein bisschen gerade, da sind noch ein, zwei Akteure, die noch woanders hin müssen. Aber es ist alles online, alles frei verfügbar, könnt euch alles auf unserer Website runterladen. Und vielleicht kleines K-Wert dazu, es gibt gerade eine Gruppe an Leuten, Ion ist auch daran beteiligt, die versuchen, das Ganze in ein virtuelles 3D-Modell umzubauen mit verschiedenen Pfeilen und so weiter. Und freuen sich mal, wenn wir denen ein neues Update schicken mit neuen Daten. Aber da soll es hingehen, wenn jemand einen 3D-Printer hat, kann das auch gerne mal als 3D ausdrucken oder so. Ja, der CCC, das ist der Chaos Computer Club, der von Brandenburg annektiert wurde. Nein, das ist, ich glaube, ich weiß gar nicht, ausgeschrieben, weiß es nicht, Cybercrime Center oder so. Oder Cyberkompetenzzentrum, ich muss auch mal nachgucken. Die haben aber, wenn die das waren, glaube ich, haben eine E-Mail geschrieben, dass sie festgestellt haben, dass es keine so gute Benennung war und es am Umbenennungsverfahren dran sind. Ja. Yeah. Es gibt auch irgendwo, ich habe es gerade, wenn ich es gerade finde, wahrscheinlich nicht. Es gibt auch in einem Bundesland auch eine Institution, die hat den gleichen Namen. Es sind zwei verschiedene Institutionen mit dem gleichen Namen, im gleichen Bundesland. Also, ne, Jüdische Volksfront und so, lässt grüßen. Anyway, das wollte ich euch mal zeigen, dann wisst ihr jetzt auch, wie Deutschland aufgestellt ist. Wenn jetzt jemand behauptet, wir sind nicht gut aufgestellt, dann weiß ich auch nicht mehr. Aber wichtigster Punkt ist eigentlich, in der Theorie ist es gar nicht so schlecht, weil ihr habt halt auf, ihr habt zentrale Akteure, einmal das BSI auf mehr operativer Ebene und ganz oben den Cybersicherheitsrat auf eher strategischer Ebene. Würden also zum Beispiel das Cyberabwehrzentrum, der Cybersicherheitsrat richtig funktionieren, Spoiler, tun sie nicht so richtig, dann wäre das eigentlich auch gar nicht so schlecht, weil ihr habt viele Akteure, die werden zusammengeführt und dort wird halt Kooperationsplattformen gegründet. Aber so ist es erstmal noch nicht so richtig geil. Ah ja, cool. Will ich mal ein bisschen was erzählen über die beiden Cybersicherheitsstrategien. Die Cybersicherheitsstrategie 2011 wurde hauptsächlich vom BMI vorangetrieben, auch aufgrund von Stuxnet und so weiter, 2011 veröffentlicht. Da standen 10 Maßnahmen drin, sowas wie Gründe ein Cyberabwehrzentrum und dann noch ein bisschen mehr. Es hatte strategische Leitlinien auf ein, zwei Seiten, ist nicht viel, aber ist okay, ist ein bisschen was. Da wurde unter anderem das Primat des Zivilen beschrieben, da komme ich später noch drauf zurück. Es wurde gesagt, wir brauchen einen umfassenden Ansatz, intersektoral, es muss national und international gedacht werden. Wenn man sich zum Beispiel überlegt, dass Brasilien erst diese Woche seine erste Cybersicherheitsstrategie rausgebracht hat, ist 2011 solche Grundsätze aufzuschreiben, war das schon vor der Zeit, also war schon ganz gut so. Die Nachhaltigkeit der Umsetzung der Maßnahmen sollte über den Cybersicherheitsrat geklärt werden. Und am Ende steht sogar ein kleiner Mini-Glossar, damit ihr auch wisst, was Cybersicherheit ist, was Cyberabwehr ist und wo der Unterschied ist. Auf ungefähr anderthalb Seiten. Meines Erachtens auch eine Arbeit, die sich die Bundesregierung endlich mal machen sollte, nämlich einen vernünftigen Glossar zu schreiben, worüber sie eigentlich redet, weil das wissen die Behörden untereinander auch nicht. Die Strategie wurde 2016 durch die neue Cybersicherheitsstrategie außer Kraft gesetzt. Das Budget, was hinter dieser Strategie stand, waren 0 Euro. Komme ich gleich noch zu. Das Ganze war also aus meiner Sicht so ein Minimum Viable Product. Man brauchte es, es war ganz nett, das war der Zeit auch so ein bisschen voraus. Es hat sich schon mit Personalentwicklung und so weiter beschäftigt und gerade wegen den zentralen Akteuren, die geschaffen worden sind, das Abwehrzentrum und dem Cybersicherheitsrat, war es eigentlich wirklich keine wirkliche Strategie, weil es waren 10 Maßnahmen mit ein bisschen Einbettung vorne und hinten, aber es war schon inhaltlich eigentlich sehr gut. Ein Manko ist halt, dass keine Evaluation vorgesehen war.
Also man hat sie 2011 verabschiedet, dann wurde irgendwas gemacht und 2016, als man die neue geschrieben hat, hat man gesagt, übrigens, die 2011er ist außer Kraft. Danke auch. Also, okay, ich meine, wir sehen, es gibt ein Cyberabwehrzentrum, aber war das jetzt effektiv? Ist das jetzt gut? Wurde nie bewertet, wurde nie überprüft. Wenn man sowas nicht überprüft, dann wird man auch nie rausfinden, ob man die nächste Cybersicherheitsstrategie so ähnlich macht. Zum Budget zurück. Natürlich ist es wahr, dass Gesetze dann gemacht werden, in den Gesetzen dann Planstellen und Budget drinsteht. Es gibt Länder wie zum Beispiel die UK, die in ihrer letzten Cybersicherheitsstrategie, glaube ich, 100 oder 150 Millionen Pfund hinterlegt hatten, um die Umsetzung dieser Maßnahmen zu fördern. Wie gesagt, bei uns sind es 0 Euro mit dem Verweis darauf, naja, es werden dann Gesetze gemacht und da stehen dann halt Stellen und Gelder drinne. Aber diese Gesetze müssen ja nicht auf diese Maßnahmen verweisen. Also heißt dann so, ja, wir machen dieses Gesetz und dann hast du irgendwo am Ende, ist ja dieser Flufftext, also Gesetzesbegründung, und da steht dann drinne, ja, weil das ist in der Strategie steht das drinne. Aber das machen sie halt bei den Sachen, die sie umsetzen wollen und die, die nicht umgesetzt werden, werden halt in kein Gesetz reingeschrieben. Also kannst du dir so eine Strategie dann auch eigentlich theoretisch sparen. Aber 2016 ist es natürlich alles besser geworden. So, die 2016er Strategie. Ja, ich habe schon nach unten geguckt. Die 2016er Strategie war ein bisschen umfassender. Das BMI hatte Federführung, hat aber alle seine nachfolgenden Behörden weiter einbezogen, hat auch die alle anderen Ministerien einbezogen und hat sehr stark daran gearbeitet, alle Anforderungen, alle Bedürfnisse der verschiedenen Behörden dort unterzubringen. Disclaimer, zu der Zeit war ich im BSI und war der Ansprechpartner für die Cybersicherheitsstrategie im BSI. Das wurde 2016 veröffentlicht. Es gab 29 Maßnahmen in 4 Bereichen. Verbraucher und Souveränität, also technische Souveränität, Staat, Wirtschaft und Internationales. Wie sehr man sich über die Strategie Gedanken gemacht hat, sieht man daran, man hat 4 Teilbereiche. Man möchte sie farblich natürlich abbilden, also wählt man gelb, rot, blau und blau. Man hätte auch grün nehmen können, aber ist ja auch geil. Also es zeigt irgendwie auch, wie viel man sich damit strategisch beschäftigt hat. Auch da hat man wieder strategische Leitlinien gehabt, unter anderem Risikoangemessenheit, gemeinsame Verantwortung, auch wieder nationale Sachen, internationale Sachen. Man hat gesehen, dass der Cybersicherheitsrat wohl irgendwie nicht so gut funktioniert. Man wollte ihn umbauen, damit er nachhaltiger ist. Man hat Arbeitsgruppen darin eingerichtet. Es gibt auch wieder Mini-Glossar natürlich. Die Bewertung meinerseits hat die damalig aktuellen Herausforderungen adressiert. Man hat das Primat des Zivilen rausgestrichen, komme ich gleich zu. Und man hat angefangen, was sehr Gefährliches zu tun. Man hat nämlich die Vermischung von öffentlicher Sicherheit und IT-Sicherheit dort eingefügt erstmals. Also man verabschiedet eine Cybersicherheitsstrategie und schreibt dann da rein, ja, wir müssen Hackback machen, ja, wir müssen Bundestrojaner einsetzen, das BND braucht mobile Teams, das BV braucht mobile Teams und so weiter. Ja, es sind Maßnahmen, die durch diese Behörden durchgesetzt werden, die, nehmen wir es mal an, es würde funktionieren, die öffentliche Sicherheit schaffen. Also Quellen-TKÜ, kann ich Kriminelle jagen, dann kriege ich Daten, Beweismittel, dann kann ich die Ding festmachen, ich schaffe öffentliche Sicherheit, aber ich schaffe keine IT-Sicherheit. Ich schaffe IT-Unsicherheit, ja, und damit schaffe ich öffentliche Sicherheit. Das Ganze wurde aber verkauft als Cybersicherheitsstrategie. Und eine Cybersicherheitsstrategie reinzuschreiben, Behörden sollen Sachen hacken und kaputt machen, ist so ein bisschen fraglich und führt halt zu so einer Diffusion, die gefährlich ist, weil man dann den Bürgerinnen und Bürgern nicht mehr richtig erklären kann, was ist jetzt eigentlich IT-Sicherheit und Cybersicherheit, wenn die Behörden sagen, naja, also Handys hacken, ist es schon irgendwie Cybersicherheit. Auch drin stand, was noch schlimmer ist, natürlich ganz klar offensive Maßnahmen, wie zum Beispiel SIGINT Support for Cyber Defense. Das ist ein 3-stelliges Millionenbudget für den Bundesnachrichtendienst, damit er im Ausland IT-Sicherheit in Deutschland herstellt. Lass ich so im Raum stehen. Was wir auch gesehen haben, ist, das Ganze ist so ein bisschen giftschrankmäßig. Also wer von euch schon mal in der Behörde gearbeitet hat oder mit den Behörden gearbeitet hat, weiß, es gibt irgendwie so einen virtuellen Schrank, wo man mal alle doofen Ideen reinpackt. Und wenn irgendwer auf die Idee kommt und dir sagt, hey, habt ihr nicht mal eine Idee zu Cybersicherheit? Machst du den Schrank auf und sagst, ja, hier sind meine 10 blöden Ideen. Es wäre super, wenn die irgendwie alle in die Strategie kommen würden. Und witzigerweise liest du dann am Ende ein oder zwei dieser Ideen in dieser Strategie. Deswegen Giftschrank. Auch hier hat man nicht gelernt, keine Evaluation vorgesehen. Also wir verabschieden wieder eine Strategie und legen kein Geld dahinter und dann passiert halt irgendwas, weil wir haben Strategie geschrieben und veröffentlicht. Yay, cool. Und nochmals, es ist halt keine Strategie. Also irgendwie 29 Maßnahmen in 4 Teilbereiche aufzuteilen und dann davor ein kleines Vorwort zu schreiben, am Ende so einen kleinen Impressum und Mini-Glossar zu schreiben, ist halt keine Strategie. Es ist halt keine Strategie. Es ist ein Maßnahmenpaket, es ist irgendwas. Aber ohne Geld bringt dir auch ein Maßnahmenpaket nichts. Es ist keine Vision, es sind keine Leitlinien. Es bringt dich einfach null voran. Außer du kannst einen Haken machen.
So, ganz wichtiger Punkt, vor allem für hier, Primat des Zivilen. Also die Kopie oben links steht in dem ersten, in der Cybersicherheitsstrategie 2011 drin, zivile Ansätze und Maßnahmen stehen bei der Cybersicherheitsstrategie im Vordergrund. Punkt, klar, deutlich. So, wenn man die beiden Strategien miteinander vergleicht, findet man raus, dass man bei den ersten beiden Seiten, die so diese Leitlinien sind, sehr viel inhaltlich, teilweise auch wörtlich übernommen hat aus der 2011er Strategie in die 2016er Strategie. Das hat man nicht übernommen. Und da sagt euch schon sehr viel von dem, was ihr wissen möchtet. Und dann, lieber Thomas, ich habe mal von deiner Webseite kopiert, vielen Dank. Unten Bundeswehr plädiert für digitalen Verteidigungsfall. Also statt Primat des Zivilen reden wir jetzt über einen digitalen Verteidigungsfall. Das zeigt euch, wo die Reise hingeht, wo auch die strategische Entwicklung hingeht. Und das ist zumindest fragwürdig. So, wie sieht also Strategie in Deutschland, wie sieht es also aus? Ich würde mal sagen, Deutschland ist strategieunfähig. Wir haben keine Vision, wir wissen nicht, wie wir auf Cyberoperationen antworten sollen. Also es gibt keinen, wir wurden angegriffen, das wird bewertet, wo ist die Attribution, wer kommt wann zusammen, wie sprechen wir miteinander, was für Level an Attribution haben wir, das haben unsere Five-Eye-Verbündeten, haben sowas zum Beispiel, und wie antworten wir, wann antworten wir mit wirtschaftlichen Sanktionen, wann mit politischen Sanktionen, wann mit diplomatischen Sanktionen, wann machen wir Hackback, noch gar nicht, weil es nicht rechtlich erlaubt ist, wann machen wir überhaupt irgendwas? Wir haben nichts, wir werden angegriffen und dann überlegen wir schicken da mal wen hin, um das aufzuräumen. Und dann überlegen wir, ob wir den BV-Präsidenten vor die Presse schicken, damit er sagen kann, das waren vielleicht die Russen. Und das war's dann. Und dann gab es so ein Treffen zwischen Merkel und Putin, wo sie dann gesagt hat, ja, gesagt haben soll, ja, bitte nächste Wahl nicht hacken. Boah, das ist natürlich cool. Und Architektur, habt ihr gerade schon gesehen, könnte man vielleicht mal ein bisschen verschlanken. Auch das habe ich Honkhase geklaut, wissenschaftsfeindliche Gesetzgebungsvorhaben. Naja, wenn der wissenschaftliche Dienst des Bundestages, sagt, Hackbacks im Ausland sind völkerrechtlich nicht zulässig, dann warum versuche ich dann, why do you try to make Hackbacks happen? Das macht überhaupt keinen Sinn. So, die technischen Experten sagen, ja, das ist eine doofe Idee, funktioniert nicht, macht keine Sicherheit. Sagst du, ja, auf die gebe ich nichts, gehe ich zum wissenschaftlichen Dienst des Bundes, hier, macht mal rechtliches Gutachten. Nee, ist rechtlich nicht erlaubt. Aber schreiben wir trotzdem ins nächste Gesetz rein. Also, ja, cool. Dann Ressortstreitigkeiten. Ich meine, was soll ich dazu sagen? Es gibt drei Ministerien. Drei Ministerien sagen, sie haben Kapazitätenaufbau im Ausland, also Cyber Capacity Building in Ländern, in Schwellenländern zum Beispiel, oder Least Developed Countries, damit sie ihre Infrastrukturen verbessern können, damit von da aus keine DDoS-Angriffe gespiegelt werden zum Beispiel. Es gibt drei Ressorts, alle wollen zuständig sein, aber es macht keiner was. Aber wenn ein Ressort was machen will, sind die anderen dagegen. Und sie müssen sich natürlich absprechen. Und dann hast du halt 4 Jahre lang, dass überhaupt nichts passiert. Weil jeder will zwar zuständig sein, aber keiner will was machen. Ist ja auch nicht so. Ja, ist okay. Dann Evaluationsunwilligkeit der Behörden. Wir sehen es gerade wieder, IT-Sicherheitsgesetz 2.0. Nach Inkrafttreten der ersten Verordnung, vier oder drei Jahre später, hätte eigentlich eine Evaluation stattfinden müssen. Die Evaluation hat noch nicht stattgefunden. Aber wir hätten ja letztes Jahr schon das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 haben sollen. Also wir machen den Nachfolger, bevor wir den Vorgänger evaluiert haben, obwohl er drin steht, wir müssen ihn evaluieren. Weil, könnt euch ja überlegen, was bei der Evaluation rauskommt. Nein. Also beim IT-Sicherheitsgesetz ist es wahrscheinlich sogar relativ positiv. Aber es zieht sich durch, dass man seine eigenen Taten nicht evaluieren will. Und auch natürlich nicht extern machen will. Dann Fachkräftemangel und Fachkräfteverschwendung. Naja, wir haben begrenzte Ressourcen. Alle Länder in der Welt haben begrenzte Fachkräfte. Wir können sie jetzt einsetzen, um Deutschland sicherer und resilienter zu machen, oder wir nehmen sie und wollen damit Hackback machen und andere offensive Sachen, zum Beispiel SIGINT Support for Cyber Defense, und das sind dann die Leute, die eben Deutschland nicht mehr sicherer machen können. Ist okay, kann man machen, ist halt scheiße, aber wir müssen uns dem bewusst sein. Und dann Cybersicherheitsstrategie 2016, wir gründen mobile Cyberteams. Also das BSI hat, wir haben ja gestern gehört, 2 Cyberteams, wir sehen auch, was die machen. Super. Dann das BKA hat mobile Cyberteams bekommen, der BfV hat mobile Cyberteams bekommen und der BND hat mobile Cyberteams bekommen. Nicht so ganz klar, was die machen. Beim BKA wurde es wenigstens noch beantwortet. Die Anfrage, was die BND und BV Cyberteams machen sollen, wurde nicht beantwortet, weil, ist ja eingestuft. So, also die haben halt Stellen bekommen und haben Cyberteams, aber die machen halt irgendwas, diese Cyberteams. Die machen IT-Sicherheit im Ausland für Deutschland, ja. Ich habe es gerade schon ausformuliert, Vermengung öffentlicher Sicherheit und IT-Sicherheit als Cybersicherheit ist gefährlich, weil das den Diskurs halt total vergiftet und wir auch öffentlich Probleme haben, klar über Sachen zu reden. Und dann gehen wir mal in die Akteure rein.
der deutschen Cybersicherheitsarchitektur, Cybersicherheitsrat. Also im Cybersicherheitsrat sind irgendwie zwei Ländervertreter von zwei verschiedenen Ländern vertreten. Also nochmal zur Erinnerung für euch, wir haben 16 Bundesländer. Okay. Wir haben Vertreter von, ich glaube, Bitkom, DIHK und noch einem dritten Wirtschaftsverband. Und BDU oder ECO, einer von beiden. So, okay. Und was mit den anderen? Und übrigens wissenschaftliche Vertreter? Und zivilgesellschaftliche Vertreter? Nein, ist auch nicht so wichtig einfach, ne? So, aber ist auch eigentlich egal, weil weiß sowieso keiner, was die machen. Die treffen sich dreimal im Jahr, aber ich habe noch nie irgendwas von denen gesehen. Von daher ist es vielleicht auch nicht so schlimm, dass wir da nicht drin sitzen, weil das sind halt irgendwie zwei Stunden, die wir nicht Kaffee trinken müssen, um da rumzusitzen. Aber es ist halt, zeigt halt, wenn das das leitende strategische Gremium der Deutschen Bundesrepublik ist, um Cybersicherheit in Deutschland voranzubringen und kein Schwein eine Ahnung hat, was die machen und das nicht mal irgendwie die Zivilgesellschaft und die Wissenschaft abbildet, die ja vielleicht relevant wären für die Cybersicherheit in Deutschland, dann ist das schon ziemlich traurig. Das Cyberabwehrzentrum, habe ich erwähnt, zeigt sich relativ reformunfähig. Es hat noch keine vernünftige Rechtsgrundlage. Es gibt Verträge zwischen den einzelnen Behörden, die da drin sitzen. Aber da muss noch mehr kommen und die Reform ist am Laufen und ich hoffe, dass die Reform, so wie sie jetzt gerade angestrebt wird, auch das Cyberabwehrzentrum besser macht. I don't think so, aber ja. So, dann das BSI. Viele von uns haben in den letzten Tagen auch festgestellt, dass das BSI auch einige sehr sinnvolle Sachen macht. Aber dann muss man sich mit Sachen beschäftigen wie, hey, gründet mal in Freital einen Zweitstandort. Warum? Naja, jemand aus meiner Partei hat da bald Wahlen. Es wäre cool, wenn ich sagen kann, wir haben da eine neue Behörde geschaffen, weil dann sieht das so aus, als hätte eine christdemokratische Partei dort Stellen hingebracht, damit der christdemokratische Bewerber auf das Ministerpräsidentenamt sagen kann, yay, ich habe Stellen hierher gebracht. Es ist nicht, weil irgendwie mehr Sicherheit geschaffen wird oder weil man da irgendwie coole Ansprechpartner hat, die man tagtäglich mit denen reden muss, weil man ja nicht mal einmal im Monat rüberfliegen kann oder eine Videokonferenz halten kann. Nein. Man baut einen Zweitstandort aus klarem politischen Kalkül, ohne Mehrwert, damit sich die Behörde jetzt erstmal ein halbes Jahr damit beschäftigen kann, wie sie diese Behörde aufbaut, diesen Standort aufbaut, wen sie da hinschickt. Und als man so gerade ungefähr damit fertig war und so einen groben Plan hatte, gibt es jetzt den Drittstandort in Saarbrücken. Saarbrücken ist auch gut. Ich meine, auch da, klar, ich meine, im Bereich maschinelles Lernen oder KI haben die da auch viele kompetente Leute. Da braucht man aber keinen Standort deswegen gründen. Und ihr könnt ja mal irgendwann nachgucken, wie es dazu gekommen ist, dass das BSI in Saarbrücken einen Standort hat. Ich glaube, das BSI war einer der letzten, die davon Bescheid wussten. Anyway, so. Dann, dass die Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich CITES, die Münchner Kollegin, die ja dem Aufbau von offensiven Cyberfähigkeiten, forensischen Cyberfähigkeiten, Big Data Analysen und eigentlich alles, was so die Nachrichtendienste und Polizeien so brauchen, bündeln soll. Man hat sich da schwer gemacht, weil man hat dieser Behörde keine Rechtsgrundlage gegeben. Sie braucht keine Rechtsgrundlage, weil sie nimmt keine Grundrechtseingriffe vor. Das ist vollkommen rechtlich korrekt. Sie gibt halt Tools, Trainings und guckt über die Schulter, während andere Behörden und Personen in diesen Behörden Grundrechtseingriffe vornehmen auf Basis ihrer eigenen Gesetzgebung, aber sie selber klicken halt nicht den Enter-Button. Von daher ist es vollkommen rechtlich legitim, dass es keine Rechtsgrundlage geschaffen wurde übers Parlament für diese Behörde. Normativ aber, ethisch-moralisch, wäre es halt schon geil gewesen, weil eine Behörde, die eben diese ganzen Werkzeuge bereitgestellt und dann die Bundesbediensteten, die sich dann dieser invasiven Maßnahmen bedienen, sich in Handys hacken, Laptops hacken und so weiter, die trainiert, die denen die Tools gibt, wäre halt schon gut, wenn man so eine Behörde durchs Parlament gebracht hätte. Aber die Bundesregierung hat da recht, sie mussten es nicht. Und dann schlussendlich, ihr habt es ja gesehen, da sind ganz viele neue Akteure dazugekommen, wie zum Beispiel der Nationale Pakt für Cybersicherheit. Und da sage ich einfach gar nichts mehr zu. Wenn euch langweilig ist, geht einfach Google irgendwie Tagesspiegel, Opium fürs Volk, Pakt für Cybersicherheit, dann könnt ihr lesen, was ich dazu gesagt habe. Es ist einfach irgendwas, was man schaffen musste, weil es auf irgendeiner Liste stand, im Koalitionsvertrag. Alright. So. Genau. Cybersicherheitsstrategie. Und dann ausführliche Analyse dafür habe ich im April im Bundestag vorgetragen. Wen es interessiert, kann das auch mal nochmal nachgucken. So, aber eigentlich geht es ja um eine Cyber-Resilienz-Strategie. Also wie würde eine Cyber-Resilienz-Strategie aussehen? Warum brauchen wir es? Wir brauchen es, wir haben so viel drüber gesprochen jetzt die letzten Tage, wir hatten gerade einen super Vortrag, was Resilienz ist. Also Sicherheit reicht nicht mehr aus, haben wir mittlerweile festgestellt. Wir brauchen resiliente Systeme, weil es wird erfolgreiche Angriffe geben. Und jetzt ist wichtig, wie sind wir darauf aufgestellt, dass es diese erfolgreichen Angriffe gibt. Ganz klar.
Gleichzeitig ist Resilienz super, weil Resilienz hilft uns, gegen verschiedene Angriffsmöglichkeiten vorzugehen, gegen Sabotage, gegen Kriminalität, gegen alles Mögliche. Es hilft nicht nur gegen eine Sache, sondern gegen verschiedenste Angriffsvektoren, wenn wir resilienter aufgestanden sind. Dann auf mehr internationaler Ebene ist es auch so, es gibt aktuell gerade zwei Lager. Es gibt das Lager USA, Israel und so weiter, die sagen, naja, wir machen halt so Defending Forward in unserer Persistent Engagement Doktrin, was bedeutet, ihr habt ja auch schon, ich glaube, Matthias hat morgen ein bisschen was darüber erzählt, wir hacken halt die anderen und dann können wir versuchen, dass wir sie ausschalten, bevor sie uns Schaden anrichten. Guckt euch mal an, wie viele Stadtverwaltungen, Behörden und so weiter in den letzten anderthalb Jahren in den USA gehackt worden sind, dann urteilt selber, ob das so sinnvoll ist. Und dann haben wir natürlich die Strategie der Chinesen, der Russen, der Iraner und so weiter, die gesagt haben, okay, wir haben zwei Foki. Der erste Fokus ist, wir überwachen alles Mögliche, Menschenrechtler, Journalistinnen, Oppositionelle und so weiter. Und der zweite ist, im Notfall schalten wir oder trennen wir unser Internet eben vom globalen Internet ab. So, es wäre super, einen dritten Weg zu haben, den Deutschland treiben könnte, in Deutschland und über Deutschland, über die EU-Ratspräsidentschaft in Brüssel, nämlich der Fokus auf Resilienz. Es gibt viele Länder, die auch gerade damit strugglen, irgendeine Richtung einzugehen, zum Beispiel Japan. Japan überlegt jetzt, sich eher dem USA anzunähern, was die Strategien angibt, weil es keinen dritten Weg gibt bisher. Japan wäre aber zum Beispiel ein Land, was einen Resilienzstrategieweg mit uns gehen würde, weil die auch genauso aufgestellt sind wie wir gerade. Und mal ab von den ganzen anderen asiatischen, afrikanischen und lateinamerikanischen Ländern, die auch gerade überlegen, welchen Weg sie gehen sollen. Wenn wir einen Weg anbieten können als Deutschland und als Europäische Union, eine Resilienzstrategie, den Weg, hätten wir wahrscheinlich viele Befürworter, die mitmachen und die das globale Internet mit uns zusammen sicherer machen würden. Warum sollten wir uns auf eine Resilienzstrategie einschießen und nicht irgendwie weitermachen, irgendwie was wir bisher alles machen? Ganz klar, wir haben begrenzte Ressourcen, politische, finanzielle, Fachkräfte. Es macht Sinn, die in einen bestimmten Weg zu leiten. Das wären dann ein paar Faktoren, die ich zum Beispiel bei einer Resilienzstrategie, ist noch nicht ausgegoren, das ist auch nicht abschließend, aber die ich zum Beispiel bei einer Resilienzstrategie sehen würde. Ich würde vorschlagen, warum sollten das diesmal nur die Behörden sein? Wäre ja auch mal geil, wenn die Wissenschaften, die Zivilgesellschaft und die Industrie mit dran beteiligt sind. Übrigens, Industrieeinbindung bei der Cybersicherheitsstrategie 2016 war, 10 Tage bevor die veröffentlicht wurde, wurden die Industrievertreter eingeladen, das BMI, hier ist die neue Strategie, ihr seid die Ersten, die es sehen dürft. Können wir noch was dran ändern? Nee, wird ja in 10 Tagen veröffentlicht. Das war die Einbindung der Industrie. Also müssen wir uns als Zivilgesellschaft nicht so schlecht finden. Aber dieses Mal wäre es sinnvoll, wenn es einen Auftrag der Bundesregierung geben würde, über das Mittel der Projektvergabe zum Beispiel, an ein Konsortium, geführt von der organisierten Zivilgesellschaft, die verschiedenste Sektoren mit einbringt und zusammen eine Cybersicherheitsstrategie entwickelt. Warum nicht? Warum nicht mal mutig sein? Soll es wieder ein Ministerium machen, was dann wieder die PwC ist, die Accentures und so, no offense, für viel Geld oder für angemessenes Geld, von mir egal, einkauft, damit die irgendwas zusammenkopieren aus anderen Strategien weltweit? Ne, vielleicht nicht. Vielleicht sollten wir es einfach mal selber entwickeln. Wird auch weitaus günstiger, wenn wir es machen. Veröffentlichung wäre 2021 angemessen. Dann sind 5 Jahre rum seit der letzten Strategie. Dann ist die EU-Ratspräsidentschaft vorbei. Dann kann man sich darauf fokussieren. Einzelne Beispiele wären die Konsolidierung der Architektur, Reform des Tarifrechts, damit wir auch im gehobenen Dienst mehr IT-Fachkräfte in die Behörden zum Beispiel bekommen können, vor allem dann auch auf Landesebene, kommunaler Ebene, Einbindung von deutschen, vielleicht auch europäischen Expertinnen in operative und strategische Vorhaben. Es gibt so viel Wissen und wir ignorieren es. Da werden Konzepte in Behörden geschrieben und die dürfen halt nie mit der Außenwelt sprechen. Und so sehen dann auch die Konzepte teilweise aus. Wir haben Deutsche in Deutschland, Europäer, Deutsche im Ausland, die bei großen Firmen arbeiten, die so viel Expertise haben, die muss man einfach nur mal anrufen und die fragen, was die dazu denken. Und wir können so viele gute Lösungen machen. Aber wir ignorieren es, wir sitzen mit 1-2 Leuten beim Kaffee im stillen Kämmerlein und schreiben unsere Konzepte. Fokus auf Resilienz, speziell kritischen Infrastrukturen, hatte ich schon gesagt. Und dann eine Sache, die wichtig ist, wir brauchen Sachen, die skalieren. Cyberhilfswerk skaliert im Gegensatz zu dem Mobile Incident Response Dienst, den 2,5 vom BSI. Wir brauchen das aber auch bei Cybersicherheitslösungen. Vielleicht kann man über Public-Private Partnerships reden, die skalierende Lösungen anbieten, wo ich mich als kleines oder mittelständisches Unternehmen einfach nur sagen muss, okay, ich zahle da Betrag X pro Monat, ich klicke dahin und dann werden meine incoming E-Mails alle gefiltert. Oder, also es gibt ja das Schadsoftware-Präventionssystem und das Schadsoftware-Erkennungssystem, das das BSI betreibt für die Bundesbehörden. Warum kann man sowas nicht entwickeln,
und das SMIs anbieten, damit die es noch einkaufen müssen. Weil die haben keine Ressourcen für IT, die haben keine Ressourcen für IT-Sicherheitsfachkräfte. Das wird sich auch nicht ändern, wenn wir die ganze Zeit anschreien und noch 100 Vorträge halten, um denen zu sagen, oh, ihr werdet aber pleite gehen. Das wird sich nicht ändern. Also müssen wir Lösungen entwickeln, die skalieren und die einfach annehmen können. Und das sind nur ein paar Punkte, die man da reinschreiben könnte. Dann, ich habe es gerade gesagt, intersektoraler Bottom-up-Prozess. Lasst uns doch die Strategie entwickeln. Es muss eine ausführliche Strategie sein. Das heißt, Wiedereinführung des Primates Zivilen, ganz klar. Aber auch, es muss als dritter Weg beschrieben werden, als Resilienz, als warum machen wir Resilienz? Diese ganzen Diskussionen, die wir gestern und heute hatten, müssten da drinstehen, um zu erklären, warum machen wir das? Um auch Personen zu motivieren, Politikerinnen zu motivieren, das weiter voranzutreiben. Wir brauchen einen ausführlichen Glossar. Es klingt zwar langweilig und definitorisch, aber es wäre auch geil, wenn wir mal wüssten, was unsere Bundesregierung unter welchen Begriffen versteht oder was wir unter diesen Begriffen verstehen. Wenn wir können ja auch, wahrscheinlich sind wir hier alle im Raum, wenn ich sage, was ist eigentlich die Sicherheit, haben wir hier 5 Meinungen. Aber es ist doch geil, wenn wir uns immer auf eine irgendwie einigen können oder zumindest eine haben, die wir alle referenzieren können. Wir brauchen konkrete Evaluationskriterien und einen Zeitrahmen und dann müssen wir halt auch am Ende evaluieren. Und es ist doch okay, wenn Sachen nicht funktionieren oder nicht ganz umgesetzt worden sind, weil nur wenn wir das wissen, können wir es das nächste Mal besser machen. Wir können doch nicht die Augen verschließen und sagen, ja gut, ich weiß halt nicht, wie es gelaufen ist, ist aber auch egal. Das hilft uns doch auch nicht weiter. Ich weiß auch nicht, warum man sich das jedes Mal wieder antut. Und dann müssen wir darüber reden, was wollen wir im Anbetracht unserer Fachkräftemangels, im Anbetracht der Resilienzinitiative und so weiter, offensive Maßnahmen. Ja, klar, wir brauchen es für IT-Sicherheit, Pentesting, Red Teaming und so weiter, klar. Ganz klar. Wir brauchen es für Non-Remote Forensik, also wenn bei der Polizei das Handy ankommt von einem Verdächtigen, soll es halt aufgemacht werden können und so weiter. Aber diese ganzen Sachen mit Hackbacks und Quellen-TKÜ und Online-Durchsuchung, und hat das mal irgendwer evaluiert? Bringt uns das wirklich weiter? Was man dafür bräuchte als Budget, du bräuchst wahrscheinlich nicht mal richtig finanzielle Ressourcen, weil wir haben ja schon so viele Behörden mit so vielen Leuten. Man müsste sie einfach nur mal so umschichten und vielleicht auch mal den Mut haben, ein oder zwei Behörden zu sagen, so, ja, Jungs, eigentlich brauche ich keiner, das wussten wir auch schon vorher, aber vielleicht machen wir auch den einen oder anderen Laden da mal zu oder verkleinern dort die Cyberteams, weil sie eigentlich keine Cyberaufgaben so richtig wahrnehmen. Und dann möchte ich euch mit einem sehr wichtigen und doch ernst gemeinten Hinweis hinterlassen. Analogien funktionieren halt richtig scheiße. Also natürlich könnt ihr mit dem Auto-Argument kommen, mit dem Sicherheitsgurt-Argument kommen und das Schlimmste, was ich dann gehört habe, ist ja, Hackbacks sind ja gar nicht so schlimm, weil die sind ja nur wie die Luftabwehr. Naja, das ist nicht wie Luftabwehr, das ist wie, wenn jemand eine Rakete zu euch rüberschießt und ihr schießt eine Rakete zurück rüber, aber es ist nicht wie eine Luftabwehr. So, das heißt, beware of analogies. Vielen Dank euch allen, ich freue mich auf die Fragen. Fragen? Okay. Danke. Zum einen Service-Tweet, letzte Sitzung Bundestag vor der Sommerpause, 3. Juli. Also hat man noch ein bisschen Zeit. Zweitens, completely unrelated, niemand will Luftabwehr, das heißt Flugabwehr. Hoffe ich. Mach ruhig weiter, Thomas, mach ruhig weiter. Das ist nur so ein... Das mit der Luftabwehr ist so ein Steckenpferd von mir, weil ich den Begriff so oft höre und das ist okay, gut. Luftverteidigung heißt es, ja. Aber jetzt eine ernst gemeinte Frage. Mit der nicht mehr Primat des Zivilen. Da ist mir nicht so ganz klar, wo das herkommt. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass die deutschen Streitkräfte geil drauf sind, von Hackback bis sonst was alles zu machen. Auch die von mir, oder wo du da meine Überschrift zitiert hast, der Inspekteur möchte gerne einen digitalen Verteidigungsfall, da war ich natürlich highly alerted, weil Verteidigungsfall ist in Deutschland definiert, was es ist, da ist nämlich Krieg. Und dann habe ich da auch mal ein bisschen gegraben und mir kommt das inzwischen, also die haben es dann relativiert, so nach dem Motto, er möchte ja nur, dass die Streitkräfte bitte auch eingebunden werden auf der Grundlage des Amtshilfeartikels in diese ganzen und so weiter. Also mir schien das eher wie ein Silber. Ja, ich komme zu meiner Frage. Wo ist das Privat, die Abkehr vom Privat des Zivilen? Also ganz konzeptionell sehe ich es darin, dass man zwei Strategien hat. Und in der ersten Strategie steht ganz klar drin, die zivile Seite ist für Cybersicherheit verantwortlich. Und im zweiten hat man ähnlich lautende Texte und genau dieser Satz fehlt. Das ist einfach ein ganz klarer Hinweis.
Aber ich stimme mit dir überein. Ich glaube auch nicht, dass die Militärs geil darauf sind, die Hackbacks und den ganzen Kram zu machen. Die wollen eine relativ klare Regelung haben, was dürfen sie und wann. Das ist auch relativ klar geregelt. Und die 12.000 Leute, die wir im Kommando haben, von denen machen wahrscheinlich 11.500 Leute Schutz der eigenen Systeme, weil davon haben wir eine Menge bei der Bundeswehr, nicht nur Bürorechner, sondern in jeder Fregatte, in jedem Tank, was auch immer, Panzer. Ich sehe aber schon, dass es halt eben in diese Richtung geht, dass man hier auch dem Militär mehr Möglichkeiten geben möchte. Ob das Militär die haben möchte, ist eine ganz andere Geschichte. Und dieser digitale Verteidigungsfall, ja, man ist danach ja zurückgerudert, aber ich habe da auch interne Gespräche geführt, wo ich mir gedacht habe, so ganz ausgestanden ist das nicht und so ganz, glaube ich, das Zurückrudern auch nicht hundertprozentig, weil überall, wo Cyber draufsteht, kann man in den letzten Jahren punkten und wenn man damit punkten kann, kriegt man dafür Stellen. Und deswegen machen wir auch so viele Behörden mittlerweile Cyber. Ich würde da einfach extrem vorsichtig gerade mit umgehen, aber ich sehe das auch so wie du, dass ich nicht denke, dass die Kolleginnen und Kollegen bei der Bundeswehr da so geil drauf sind, jetzt irgendwen zu hacken und da jetzt unbedingt sich dadurch in den Vordergrund zu spielen. Vielen Dank für den Vortrag. Du hast eine ganze Menge Vorteile von mir auch bestätigt, die ich so habe mit dem Blick aus Brüssel. Als jemand, der sozusagen das immer nur so am Rande mitbekommen hat, wie das hier so läuft. Weil ich blicke tatsächlich eigentlich nur so aus dem europäischen Level auf dieses ganze Ding und bin so ein bisschen irritiert auch, dass wie wenig Deutschland sozusagen da mitnimmt. Also oder ich das Gefühl habe, dass da so gar nichts von rüberschwappt. Aber so grundsätzlich meine Frage ist, wie siehst du zum Beispiel das Verhältnis von Enisa zu den Leuten, die hier im Raum sind und sich mit den Themen beschäftigen, in der es in dieser Konferenz hier geht? Oder auch zu den anderen sozusagen EU-Institutionen, die sich in dem Kontext damit beschäftigen, Resilienz zu schaffen oder auch überhaupt zu reden, was man machen könnte, was man machen muss, weil sich sowieso viele von den Sachen, die dort so passieren, sich ohnehin an europäischem Recht auch orientieren müssen und man auf der anderen Seite eben auch viele Akteure findet. Ne? Also die Frage ist, wie siehst du das strategisch? Also auf europäischer Ebene haben wir relativ gesehen, dass relativ spät das Thema da auch aufkam. Enisa war bis vor kurzem noch eine 50-Mann-Bude. Die aber vorangetrieben wurde, auch politischer gemacht wurde, wie auch das BSI ja massiv unter seinem neuen Präsidenten Arne Schönbohm politisch in Erscheinung getreten ist, mehr Stellen bekommen hat und deswegen auch eine wichtigere Rolle eingenommen hat im gesellschaftlichen Diskurs. Aber wir dürfen nicht vergessen, das sind alles Sicherheitsthemen. Und deswegen Sicherheitsthemen sind Themen der Mitgliedstaaten. Die Mitgliedstaaten beschäftigen sich damit. Und die NISA macht halt mit seinen jetzt mittlerweile, glaube ich, keine Ahnung, ich glaube, die haben 120 Stellen, die sind aber noch nicht alle besetzt, Kontakt halten, über Standards reden. Die haben halt nicht wirklich die Ressourcen, um viel mehr zu machen. Und auf EU-Ebene gibt es einige gute Papiere, auch zum Thema Resilienz, Resilienzstrategie. Das sind halt noch Papiere. Und das Sicherheit und gerade IT-Sicherheit und Cybersicherheit war bisher nicht eins der Prioritäten in der Europäischen Union, was sich jetzt eventuell unter von der Leyen auch ändern wird. Gehe ich ganz stark von aus. Genau. Von daher bin ich da hoffnungsvoll, aber bisher nimmt die EU oder die EU-Institutionen auf der Ebene eine etwas zurückhaltende Rolle ein, aber eben auch, weil da relativ wenig Ressourcen vorliegen. Du hast das Community Emergency Response Team der Europäischen Union, das Third EU, was mittlerweile auch einiges an Stellen hat, was viel auch operativ machen kann, aber im Endeffekt findet IT-Sicherheit und Cybersicherheit auf Mitgliedstaaten-Ebene statt. Ja, ein Einspruch, zwei kleine Fragen. Einspruch wäre bei CITES. Rechtsgrundlage für CITES meines Erachtens erforderlich dringend, weil die tatsächlich auch personenbezogenen Daten verarbeiten. Das wird sukzessive rauskommen, das ist klar, weil das, was sie planen und was sie machen, geht nicht anders als mit diesen konkreten Daten. Das ist im Bundestag auch sozusagen, in der Opposition ist es Konsens. Frage wäre, wenn man jetzt den Vortrag vorher sich anguckt, eine grundlegendere Frage, was bedeutet sozusagen Planung, du forderst eine Strategie, du forderst Planung, was bedeutet das vor dem Hintergrund dieser sozusagen von vielen als chaotisch wahrgenommenen IT-Welt, die ständig in hoher Dynamik arbeitet, bedeutet das, dass die Strategie so abstrakt ist, dass es wirklich boils down to three
Points oder so, die sehr, sehr abstrakt sind. Und der letzte Punkt wäre dann an der Stelle, was bedeutet eigentlich IT-Sicherheit im BMI? Ich glaube, das ist ein Grundproblem. Das BMI macht einfach Law-and-Order-Politik seit 20 Jahren. Da gibt es eine bestimmte Sichtweise auf Themen. Das wird hart politisch gespielt. Und wo müsste das denn eigentlich aufgehängt sein? Wie müsste es aufgehängt sein, dass du die von dir erwartete wissenschaftliche oder rationale IT-Sicherheitsstrategie funktioniert oder überhaupt kommen würde? Zum ersten Punkt, also das mit CITES mag sich so entwickelt haben. Wie gesagt, ich bin nach der Vor der Meinung, als CITES gegründet wurde, mit den Ideen, die es gegründet wurde, bedarf es keiner parlamentarischen Zustimmung. Aber umso schöner, wenn sich das dahin ändert, weil ich glaube, wir brauchen einfach die parlamentarische Zustimmung zu der Behörde. Zum zweiten Punkt, eine Cybersicherheitsstrategie ist fällig, die wird eh kommen. Wir sollten darauf achten, dass sie erstens einen Fokus auf Resilienz hat und zweitens mit dem Budget hinterlegt ist und eine wirkliche Strategie ist. Natürlich wird das ein wolkiges Ding sein, wo drin stehen wird, Verkleinerung der Architektur oder beziehungsweise Kohärenz der Architektur und die anderen Maßnahmen, die ich gerade reingeschrieben habe. Aber du hast dann diese strategische Leitlinie, die dann umgesetzt werden muss, auch down to the ground, wo wir dann eben auch das Konzept des CAW vielleicht mal da drin haben könnten. Aber ganz klar, wenn es von Bundesebene kommt, ist es natürlich eine strategische Leitlinie, die hier oben ist und die dann irgendwo mit der chaotischen IT zusammenkommen muss. Zum Thema Innenministerium, naja, wenn du dir das Organigramm des Innenministeriums anguckst, was du ja getan hast, logischerweise, dann wirst du halt sehen, dass Cyber- und Informations- oder Cyber- und IT-Sicherheit in der gleichen Abteilung hängt und damit eben die Übersicht über Behörden wie CITES oder Cyberfähigkeitsentwicklung bei den Polizeien und bei dem BV in der gleichen Abteilung hängt wie auch die Fachaufsicht des BSI und die IT-Sicherheitsbelange. Von daher wäre ein erster Schritt, diese beiden Sachen auch voneinander zu trennen, weil sie sich natürlich irgendwo miteinander treffen. Aber sie in der gleichen Abteilung zu haben, heißt, dass du auf dieser Ebene, also auf Abteilungsleiterebene dort, schon eine Person hast, die für beides verantwortlich ist, nämlich für die Entscheidung über mehr IT-Sicherheit oder weniger IT-Sicherheit und mehr öffentliche Sicherheit. Und das ist natürlich auf jeden Fall problematisch. Und ich denke, dass man da strukturelle Anpassungen vornehmen sollte. Und gerade auch vor dem Hintergrund von der Pensionierung von Herrn Staatssekretär Fitt im Innenministerium, der sehr viel die IT- und IT-Sicherheitsaspekte vorangetrieben hat, auch gegen öffentliche Sicherheitsaspekte verteidigt hat, mache ich mir da schon ein paar Sorgen für die nächsten Monate und vielleicht Jahre, je nachdem, wie nachbesetzt wird die Position. Ich habe noch eine kleine Bestätigung in Ergänzung von dem, was du gerade gesagt hast in Bezug auf Thomas' Aussage, dass man zurückgerudert ist und es eigentlich ganz anders gemeint hat mit dem Verteidigungsfall und Hackback und überhaupt. Also ich kann Svens Aussage nur bestätigen, dadurch, dass ich als Moral- und Ethik-Honky durch die Gegend renne und sage, Leute, Defense statt Offense, achtet drauf und so weiter. Habe ich auch viele Diskurse mit Leuten unter vier Augen gehabt, die dann gesagt haben, naja, ich da mache in diesem militärischen Kontext oder ich bin auf recht hoher Ebene da oder ich bin als Auftraggeber da tätig und so weiter. Und was wir da sehen ist, da oben sitzen Hardliner, die wollen das volle Programm. Darunter die Ebenen wollen das nicht mehr so sehr und ganz unten sind eigentlich Leute, die sagen, naja, nicht jetzt halb und halb, aber es gibt halt welche, die sagen, oh, das ist unser Auftrag und machen wir. Und die anderen sagen, finde ich schon bedenklich. Und dann hat man da vielleicht eine hohe Personalfluktuation, auch aus diesem Grund. Gibt es beim BSI aber übrigens genauso. Es gibt die Leute, die sagen, oh, dann machen wir halt diese Staatstrojaner-Analyse. Wo ist denn das Problem? Auftrag steht im Gesetz. Andere sagen, naja, dann ändert das Gesetz, dann müssen wir es nicht mehr machen. Also insofern vielleicht auch da nochmal meine Bitte an alle Journalisten und Aktivisten, recherchiert, findet das raus, macht es publik und zeigt auf, dass das manchmal nur Storys sind und die Attribution falsch ist oder auch nicht. Also ich habe aus vertrauenswürdigen Quellen, denen ich auch wirklich glaube, gesagt bekommen, dass man da oben das wirklich in diesem Ausmaß haben möchte. Und wenn man sich dann so noch in Ergänzung von Thilo Jung dieses Interview mit Seehofer anhört, wie er den Kontext mit Recht und Ordnung und Freiheit und Sicherheit und das darauf nochmal abstrahiert, das hat ein konsistentes Bild. Ja, konsistentes, aggressives Bild der Offensivität, weil das gehört ja zur Sicherheit dazu und dann hat man dadurch die Freiheit. Das ist diese Denkweise und die ist meiner Meinung nach falsch rum. Vielen Dank für den sehr inspirierenden Rausschmeißer. Gerne.
Ich danke dir, jetzt kannst du dich setzen. Nochmal einen Applaus für ihn.